Hallo bei mir im Küchengarten. Heute geht es an die Verlosung meiner Gewinne des Garten-YouTuber-Adventkalenders. Ich hatte ja die große Ehre, das vierte Türchen für euch öffnen zu können. Wer das Video nicht gesehen hat, ich verlinke es euch hier oben. Darin habe ich unter anderem auch das Pflanzregal hier hinter mir zusammengeschustert. Vielleicht interessiert euch das ja, wie ich es gemacht habe. Schaut es euch gerne an. Und heute werde ich die glücklichen Gewinner der 8 Pakete, die ich zusammengestellt habe, bekannt geben. Zu gewinnen gab es 2 Samentütchen aus meinem Garten und ein von mir handgeknüpftes Aromaarmband. Dabei könnt ihr euch aussuchen, in welcher der 5 Farben ihr es haben wollt. Blau, Grün, Rot, Gelb oder Türkis. Das schreibt mir bitte in das E-Mail, das ihr mir schickt. Bei den Samen bekommt ihr einmal die blaue Kugeldistel und die Chili Kimayo. Ich möchte euch von Herzen für die rege Teilnahme an meinem Gewinnspiel bedanken, für all die lieben Kommentare, die guten Wünsche zur Weihnachtszeit und fürs neue Jahr. Ich möchte es auch an euch zurückgeben. Ich wünsche euch nur das Beste fürs Jahr 2022. Erfolg, Gesundheit, Liebe und viel Freude und Erfolg in euren Gärten und mit euren Zimmerpflanzen. Natürlich für mich selber wünsche ich mir, dass ihr meinem Kanal treu bleibt, dass ihr ihn vielleicht sogar weiterempfehlt, wenn er euch gefällt. Und dass auch ich eine erfolgreiche Pflanzsaison 2022 erleben kann. Im letzten Jahr hatte ich ja mit einigen Rückschlägen zu rechnen. Die Kraut- und Braunfäule hat den großen Teil meiner Tomaten dahingerafft. Gerade eine Handvoll konnte ich noch ernten von den 12 verschiedenen Sorten, die ich angebaut habe. Das war ein großer Rückschlag. Auch meine Kartoffeltürme waren ein Reinfall, weil es so feucht war, dass sie gar keine Chance hatten, sich zu entwickeln. Die sind eigentlich im kleinen Stadium schon verfault, die Mutterkartoffeln. Und das, was gewachsen ist, ist klein und verschrumpelt geblieben. Aber so ist es bei uns Gärtnern. Wir geben nicht auf. In diesem Jahr wird das alles nochmal probiert, nochmal angebaut und mit Zuversicht an die ganze Sache herangegangen. Jetzt natürlich, worauf ihr alle gewartet habt, die Gewinner meiner Verlosung. Um sie zu ermitteln, habe ich einen YouTube Random Comment Picker verwendet, damit das alles mit Rechten zugeht. Ihr musstet ja alle ein Keyword, also ein Schlüsselwort in die Kommentare schreiben, Hashtag Adventskalender, und das habe ich dann verwendet, um die 8 Gewinner zu ermitteln. Ich blende sie jetzt ein. Herzlichen Glückwunsch an euch! Ihr habt eines meiner Gewinnpakete, eines meiner 8 Gewinnpakete gewonnen. Ich würde euch bitten, dass ihr euch bitte bis nächsten Mittwoch, das ist der 12. Januar 2022, per E-Mail bei mir meldet. Ich blende euch die E-Mail-Adresse hier unten ein. Schreibt mir doch gerne in das E-Mail, welche Farbe ihr euch für das Aroma-Armband, das ihr gewonnen habt, wünscht und den Umfang eures Handgelenkes, damit ich das für euch maßanfertigen kann und ihr hoffentlich eine große Freude damit haben werdet. In das E-Mail schreibt mir natürlich auch bitte eure Versandadresse hinein, damit ich es euch per Post zuschicken kann, und dann steht dem Ganzen überhaupt nichts mehr im Wege. Danke fürs Reinschauen bei diesem Auslosungsvideo. Gebt dem Video doch gerne ein Like, lasst mir einen Kommentar da. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit und ich freue mich, wenn wir uns auch nächste Woche am Mittwoch wieder hier bei mir im Küchengarten sehen. Bis dann!